Hallo Freunde, einige Menschen hassen es, wenn sie viel Aufmerksamkeit bekommen. Schließlich fühlt man sich dabei nicht ganz wohl. Andere hingegen tun alles, um sich von der Masse abzuheben. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist es selbstverständlich, ungewöhnliche Kleidung zu tragen oder ein außergewöhnliches Aussehen zu haben. Wenn man aber ein recht gewöhnliches Aussehen hat, kann man sich immer noch Piercings stechen oder tätowieren lassen. Damit sollte man aber recht vorsichtig sein. Es besteht die Gefahr, dass man damit nicht rechtzeitig aufhört. Genau über solche Fälle werden wir euch heute auch erzählen. Wir erzählen euch heute von Menschen, die in ihrem Bestreben, originell zu sein, alle Grenzen überschritten haben. Los geht's! Ohrtunnel. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist es in der Rockkultur in geworden, sich Ohrtunnel stechen zu lassen. Dabei handelt es sich um Schmuck, das man normalerweise in ein ausgedehntes Ohrläppchen einführt. Dabei können diese Accessoires unterschiedliche Größen und Formen haben und werden manchmal auch in andere Körperteile eingesetzt, zum Beispiel in Wangen, Nase, Zunge oder Lippen. Natürlich gibt es auch Leute, die solche Art von Schmuck nicht besonders schön finden. Liebhaber der Rockmusik waren aber nicht die ersten, die solche Körpermodifikationen vorgenommen haben. Noch Urmenschen ließen sich Ohrtunnel stechen, zum Beispiel die Ureinwohner Afrikas. Im Hinduismus werden viele Skulpturen religiöser Gottheiten mit Ohrtunneln dargestellt. Gerüchten zufolge hatte selbst der Pharao des alten Ägypten Tutanchamun Ohrtunnel. Die Größe dieser Schmuckart kann dabei völlig unterschiedlich sein. Meistens haben Ohrtunnel einen Durchmesser von nicht mehr als 10 mm. Bei Wunsch lässt sich das Ohrläppchen um ein Vielfaches mehr ausdehnen. Aber natürlich nicht unentgeltlich. Die Haut wird solch einer Belastung einfach nicht standhalten. Wobei dieser Kerl das Gegenteil beweist. Er wurde mit seinem 10 cm großen Ohrtunnel sogar ins Guinness World Record Buch eingetragen. Die Ohrlöcher von Kala Kaivi aus dem US-Bundesstaat Hawaii sind so groß, dass da sogar die Hand eines Erwachsenen hindurchpasst. Darüber hinaus wurden sie nicht mit Hilfe eines chirurgischen Eingriffs hergestellt, sondern wurden im Laufe der Zeit schrittweise ausgedehnt. Neben seinem beeindruckenden Ohrschmuck verfügt Kala über viele weitere ungewöhnliche Körpermodifikationen, wie zum Beispiel Silikonhörner, zahlreiche Piercings im Gesicht, weiteren Tunneln in der Nase und dazu auch noch Tätowierungen an seinem ganzen Körper. Das ist im Prinzip auch nicht überraschend, schließlich ist er Besitzer eines großen Tattoo-Studios, das sich außerdem auch noch mit Körpermodifikationen beschäftigt. Papageienmann. Früher hieß dieser Mann aus der britischen Stadt Bristol Ted Richards, inzwischen trägt er aber den stolzen Namen Ted Parrotman, Papageienmann. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieser Mann bemüht sich schon jahrelang, möglichst seinen Lieblingsvögeln ähnlich zu sehen. Dafür ließ er sich sogar mehr als hunderte Tattoos im Gesicht und am Körper machen. Darüber hinaus hat Ted über 50 Arten von Piercings, Augapfeltattoos und sogar eine gespaltene Zunge. Um seinen Lieblingsvögeln ähnlich zu sehen, hat er sich sogar die äußeren Teile seiner Ohren abgeschnitten. Nach dieser OP erkannte er jedoch, dass er keine Brille mehr anziehen kann, weshalb er sich kleine Silikonimplantate implantieren ließ. Doch der Wunsch dieses Mannes, seinen Lieblingsvögeln ähnlich zu sehen, beschränkte sich nicht nur auf Experimente mit seinem Aussehen. Er verwandelte seine gesamte Wohnung in einen großen Vogelkäfig, wo er zusammen mit anderen Vögeln lebt und manchmal sogar das gleiche Essen isst. Sein erstes Tattoo ließ er sich noch im Jahr 1976 machen. Seitdem sind Körpermodifikationen zum Teil seines Lebens geworden. Zwar hat er den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, behauptet jedoch, dass seine geliebten Papageien seine Verwandten längst ersetzt haben. Klingt zwar komisch, kann man ihn aber wirklich dafür verurteilen? Schließlich stört es niemanden. Darüber hinaus verlobte sich Ted letztes Jahr mit seiner Freundin Rebecca, die seine Leidenschaft voll und ganz teilt. Die Wissenschaft hat für Teds Verhalten übrigens eine logische Erklärung. Bei der Dysphorie fühlen sich Menschen in ihrem Körper ziemlich unwohl und ordnen sich einem Säugetiertyp oder einem anderen Tier zu. Ewiger Clown. Viele Menschen sind Clowns gegenüber ziemlich misstrauisch. Einige haben sogar große Angst vor ihnen. Psychologen bezeichnen es als eine besondere Art von Phobie. Bei Richie aus Los Angeles ist aber genau das Gegenteil der Fall. In seiner frühen Kindheit brachte ihn sein Vater zu einer Kostümshow, wo er zum ersten Mal einen Clown sah. Das Image einer rotnasigen, lustigen Person in bunten Perücken hat ihn so sehr fasziniert, sodass er beschlossen hat, später, wenn er erwachsen wird, als Clown zu arbeiten. Dabei gab es jedoch ein kleines Problem, nämlich Richies Leidenschaft für das Friseurhandwerk. Ohne groß darüber nachzudenken, fand er einen Weg, seine beiden Träume miteinander zu vereinen. Er beschloss, verkleidet als Clown anderen Menschen die Haare zu schneiden und sie gleichzeitig mit seinen Jonglier Fähigkeiten und anderen Tricks zu überraschen. Die Idee des Clown-Friseurs ist sehr beliebt geworden. Im Laufe der Zeit wurde Richie jedoch mit einem weiteren Problem konfrontiert. Er war es leid, ständig das Make-up aufzutragen und beschloss, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Richie ließ sich sein Gesicht tätowieren, ließ sich einen Schnurrbart wachsen, färbte sich die Haare rot und ließ sich Implantate unter die Haut implantieren. Die Kunden des Barbers scheinen von diesem Image aber wirklich begeistert zu sein. Man muss jedoch zugeben, dass ein Clown mit einer Schere ziemlich beängstigend aussieht. Tattoo-Rekordhalter.
Das Wichtigste für eine lange und glückliche Ehe ist es, eine genauso verrückte Person zu finden wie man selbst. In diesem Fall wird es überhaupt nicht langweilig sein. Und hier ist ein weiterer Beweis dafür. Charles Helmke und Charlotte Gutenberg sind die meist tätowierten älteren Menschen. Der Körper eines jeden von ihnen wurde fast zu 100% tätowiert. Charlotte, die vor kurzem ihren 70. Geburtstag feierte, machte ihr erstes Tattoo erst mit 57 Jahren. Das geschah unmittelbar nach dem Tod ihres ersten Ehemanns, der immer gegen Tätowierungen bei Frauen war. Seinen neuen und verständnisvolleren Ehemann Charles lernte Charlotte im Jahr 2006 kennen. Sie trafen sich in einem Tattoo-Studio, kurz bevor sich Charlotte ein großes Tattoo an der Hüfte machen ließ. Die Frau war sehr nervös und Charles versuchte sie wie ein echter Gentleman zu beruhigen und verbrachte mit ihr ganze 2 Stunden. So begann ihre Liebesgeschichte. Charles hingegen, der 8 Jahre älter als seine Geliebte ist, machte noch Ende der 50er Jahre sein erstes Tattoo. Zu dieser Zeit diente er in der US-amerikanischen Armee. Zurück aus der Armee ließ sich Charles viele weitere Tattoos machen, bis letztendlich kein Platz mehr da war. Charles und Charlotte haben übrigens auch noch weitere Rekorde aufgestellt, für die meisten Tätowierungen in Form von Schädeln und Federn. Zur gleichen Zeit hat das Paar kein einziges Paar-Tattoo. Irdische Aliens. Niemand auf der Erde kann genau sagen, ob es Außerirdische gibt und erst recht, wie sie aussehen. The phone down. Dieses Paar aus Kanada sieht ihnen aber ziemlich ähnlich aus. Sie kämpfen auf Instagram aktiv gegen die moderne Mode und ziehen die verrücktesten Kostüme an. Das Paar heißt Hannah Rose Dalton und Steven Raj Bhaskaran. Die beiden sind noch nicht einmal 30 Jahre alt und haben schon jetzt für Furore in der Modewelt gesorgt. Der Stil dieser ungewöhnlichen Designer ist geprägt von seltsamen Texturen und Horrorthemen. Zum Beispiel kreieren sie oft Outfits in Form von menschlicher Haut oder fantasieren über das Erscheinungsbild von Zombies. Kurz gesagt, sie tun alles, um kommerziell erfolgreichen Marken entgegenzuwirken. Trends und Luxusbekleidungsmarken sind ihrer Meinung nach völliger Müll, für die es keinen Sinn macht, Geld auszugeben. Das einzig richtige Kriterium bei der Auswahl der Kleidung ist es ihrer Meinung nach, ob es einem selbst gefällt. Interessanterweise ziehen Hannah und Steven ihre eigenen Outfits nicht nur für Fotoshootings oder Interviews an. Das Alien-Image ist ihrer Meinung nach bereits zum wesentlichen Bestandteil ihres Lebens geworden. Gewöhnliche Kleidung ziehen sie nur fürs Training an. Und jeder neue Tag dieser beiden würde mit einer Rasur der Augenbrauen und des Kopfes beginnen. Bevor sie sich getroffen haben, hatten sie bei weitem nicht so einen ungewöhnlichen Kleidungsstil. Hannah behauptet, dass sie wie eine Bibliotheksmitarbeiterin aussah und Steven konnte seinen eigenen Stil überhaupt nicht finden. Das schicksalhafte Treffen hat die beiden Leben dieser 2 Designer komplett verändert. Jetzt würden sie sich endlich frei fühlen und sind dabei auch noch recht erfolgreich geworden. Die beiden bekamen sogar Jobs bei der Modezeitschrift Vogue. Endloses Tattoo. Schwarz ist eine Farbe, die sicherlich immer in sein wird. Schwarze Outfits können je nach Situation strikt, feierlich, verführerisch oder auch trauernd aussehen. Auch in der Tätowierungsbranche ist diese Farbe sehr beliebt. Für großformatige schwarze Tattoos gibt es sogar eine eigene Bezeichnung, Blackwork. Das kann auch ein kleiner Körperbereich sein, der dicht mit schwarzer Tätowierungsfarbe übermalt wird oder auch nur ein düsteres geometrisches Muster. Einige Menschen lassen sich aber auch ganze Arme oder Beine schwarz tätowieren. Es gibt auf der Welt aber wahrscheinlich kaum einen teureren Blackwork-Fan als diesen Engländer. Innerhalb der letzten 10 Jahre tätowierte er seinen Körper Schritt für Schritt schwarz, darunter auch seine Lippen und sogar seine Augäpfel. Das Ergebnis sieht ziemlich beängstigend aus, aber Eli möchte dennoch nicht damit aufhören. Er lässt sich weiter tätowieren, damit die Farbe möglichst satt bleibt. Sein Traum war es, wie eine abstrakte Figur aus einem Picasso-Gemälde auszusehen. Ob es ihm gelungen ist oder nicht, bleibt offen. Das Wichtigste ist aber, dass Eli mit seinem Aussehen mehr als zufrieden ist. Außerirdische Hausfrauen. Im Jahr 1972 schrieb die berühmte US-amerikanische Schriftstellerin Ira Levin den Roman Die Frauen von Stepford, nach Beginn zu dem des 21. Jahrhunderts ein fantastischer Thriller mit Nicole Kidman in der Hauptrolle gedreht wurde. Die Handlung basiert auf vorbildlichen Hausfrauen, die gleichermaßen gepflegt und freundlich aussehen, jedoch gleichzeitig auch viele Geheimnisse verstecken. Diese Figuren sind für die britische Künstlerin und Model Juno Birch, die es liebt, sich in außerirdische vorbildliche Hausfrauen und Mütter zu verwandeln, zur Inspiration geworden. In sozialen Netzwerken lädt die Frau verschiedene Videoskizzen und Fotos hoch, auf denen sie sich in Outfits der 50er und 60er Jahre verkleidet und ein außerirdisches Make-up aufträgt. Ah, oh my God. Das Gesicht färbt Juno zum Beispiel oft rosa und lila, weshalb sie noch mehr zu einem Gast von einem anderen Planeten macht. Dabei gibt Juno zu, dass sie von ihrer Kindheit von den Filmen des Regisseurs Tim Burton und den Charakteren des Kultspiels Sims inspirieren ließ. Tattoo-Mann.
dürfen wir vorstellen, das ist Lucky Diamond Rich und sein Körper ist zu etwa 350% mit Tätowierungen bedeckt. Halt, wie ist das möglich? Dieser Mann ließ einfach alle Teile seines Körpers, selbst den Intimbereich, mehrschichtig übereinander tätowieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser Neuseeländer als meist tätowierter Mensch ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wurde. Lucky Diamond Rich erzählte, dass er sich seit seiner frühesten Kindheit für diese Kunstart interessiert hat. Noch damals hat er sich versprochen, sich am ganzen Körper tätowieren zu lassen. Leider hatte er zur Verwirklichung seiner Ideen einfach nicht genügend Platz am Körper, sodass er sogar in die zweite und dritte Runde gehen musste. Seine gesamte Freizeit verbringt Lucky übrigens im Zirkus. Dort arbeitet er als professioneller Jongleur und Schwertschlucker. Anscheinend scheinen Kinder und Erwachsene überhaupt keine Angst vor ihm zu haben. Früher gab er sein ganzes verdientes Geld für Tätowierungen aus. Inzwischen macht er es aber nicht mehr, da er einfach überhaupt keinen freien Platz mehr an seinem Körper hat. Lebendiger Schädel. Schädel sind wahrscheinlich eines der beliebtesten Tattoos. Viele Menschen scheuen sich nicht, sie auf ihren Körper tätowieren zu lassen und sehen darin überhaupt nichts Verwerfliches. Doch der Kolumbianer Eric Hincapié Ramírez brachte die Liebe für Skelett auf ein ganz neues Level. Er hat alles dafür getan, damit sein eigenes Gesicht dem Schädel eines Toten ähnlich aussieht. Das Ganze begann mit einem großen Tattoo in Form von Gesichtsknochen. Nun, das haben viele von uns bereits gesehen, obwohl selbst das ziemlich beängstigend aussieht. Eric wollte sich damit aber nicht zufrieden geben. Er ließ sich auch noch die Nase und die Ohrmuscheln entfernen, damit es so glaubwürdig wie möglich aussieht. Seine erste Körpermodifikation machte er noch mit 12, nachdem er in einem so frühen Alter seine Mutter verloren hat. Der Skelettmann ist der Meinung, dass er sich auf diese Weise seiner Mutter näher kommen würde. Darüber hinaus ließ Eric seine Zunge durchschneiden, ließ sie grau tätowieren und tätowierte dazu auch noch seine Augäpfel. Außerdem träumt er davon, seinen ganzen Körper in ein tätowiertes Skelett zu verwandeln. Auf Kritik versucht er möglichst nicht zu reagieren, da die Argumente recht dumm sind. Schließlich würden wir unter der Haut alle gleich aussehen, sagt Eric. Zebramann. Denkt ihr, dass all diese verrückten Tattoos und Körpermodifikationen nur der neuen Zeit angehören? Überhaupt nicht. Horace Riddler wurde noch im Jahr 1892 geboren und wuchs in einer wohlhabenden Familie in England auf. Er diente zweimal in der britischen Armee und kämpfte sogar im Ersten Weltkrieg. Nachdem der junge Mann nach dem Krieg in seine Heimatstadt Surrey zurückgekehrt war, wollte er eine ganz andere Person werden. Bald wandte er sich an einen berühmten Tätowierer und bat ihn, den gesamten Körper zu tätowieren. Der Künstler hieß George Burchett und er tätowierte Horaces gesamten Körper mit breiten schwarzen Zebrastreifen. Dafür brauchte er ungefähr 150 Stunden. Darüber hinaus ließ er sich auch noch mehrere Piercings stechen, wobei ihm ein bekannter Tierarzt geholfen hat. Bei einem bekannten Zahnarzt ließ sich Horace Riddler seine Zähne so polieren, damit sie alle wie Reißzähne aussehen. Horace Riddler war einer der ersten Menschen in der Geschichte, der so viele körperliche Veränderungen vorgenommen hat. Später bekam er den Namen The Great Omni und begann auf der ganzen Welt in Zirkussen aufzutreten. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatte er 10 Shows pro Tag. Als in Europa der Zweite Weltkrieg ausbrach, wollte Horace Riddler wieder an die Front, was ihm jedoch wegen seinem extravaganten Aussehen nicht gelungen ist. Später beschloss er, in seinem Heimatland England Wohltätigkeitsveranstaltungen zu organisieren, um das Geld für die Armee zu spenden. In den frühen 50er Jahren beschloss er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, den Zirkus doch noch zu verlassen.